Ja, sieht fast so aus. Für einen Moment dachte ich, der kommt nicht mehr. Aber da steht er. Okay, da sind wir da rausgekommen, wie vermutet. Der Quest ist erledigt. Da sind wir rein, nicht? Ja. Oh, mehr Aschenbrot. Will aber jetzt nicht. Ups, das wollte ich auch nicht. Ich wollte eigentlich einen Molag-Ball rausholen, damit ich wieder mal einen Seelenstein bekomme. Voll bekomme. Wo war denn der jetzt? Sehe ihn nicht. Ist er weg. Naja, eh wurscht. Wir entdecken jetzt noch die andere Ruine. Da ist ein Haus. Und dann diesen Pilz, den würde ich mir gern geben. Man weiß ja nie bei den Pilzen. Schau mal, da ist der Schatten. Ich treibe den Schatten vor mich her. Aschenhüpfer? Den kenne ich gar nicht, oder? Oh Gott, hoffentlich füllt es mir jetzt nicht. Ah. Hoffentlich füllt es mir jetzt nicht den schwarzen Seelenstein mit dem Hüpferhirn an da. Mit dem verschrumpelten. Ja, der steht da rum. Ich glaube, er ist immer noch ein wenig geglitscht. Was hat er denn? Habe ich einen Geruch an mir? Kommt mich mal näher. Wow, die halten ganz schön was aus. Für so kleine Viecher. Ungewöhnlich. Noch einer. Oh. Sorry. Selber schuld. Wow, da ist so viel zu entdecken und da ist wieder so ein Phallus. Ja, deine Sprüche habe ich mir auch lange genug anhören müssen. Zeit für einen neuen Begleiter. Aber ich darf nicht undankbar sein, er hat mir wirklich sehr geholfen, muss ich schon sagen. Ohne ihn wäre ich im Arsch gewesen. Ich meine, richtig im Arsch. Ich verweise nur auf den Griechen. Zorokrisis oder so ähnlich, wie der hieß. War brutal. Oh, daneben. Besser zielen. Ein bisschen mehr Zielwasser saufen. Wow, der hat eine Ebenerzrüstung an. Kann das sein? Ich dachte, die gibt's nicht so im Handel. Was willst du mit deinem Schutzzauber gegen meinen Riesenprügel? Wow, jetzt habe ich seine Seele. Ich glaube, die klebt jetzt in meinem schwarzen Seelenstein. Aber wo sie hingehört? Ja, der hatte Ebenerz an. Ich wusste es ja. Naja, Soulstime ist es billig, das Ebenerz. Das ist hier überall. Bei denen sind die Eisenrüstungen eher teurer. Angebot und Nachfrage. Wow, schau. Das ist cool. Muss das auf mich wirken lassen. Jetzt einen Screenshot machen und dann nächsten Urlaub eine Ansichtskarte schicken. Wo ist denn das Haus? Da. Wer baut denn hier ein Haus? Wird wahrscheinlich verkohlt sein, wie die anderen Hütten hier. Alles vom Vesuv niedergeascht. Ganz Soulstime ist praktisch ein Aschenbecher. Ein riesiger. Wow, hat sich hier jemand das Leben genommen. Sag ich ja. Kaputt. Alles kaputt. Da ist die Burg und da ist das Haus. Was nehme ich? Kann mich hier entscheiden. Muss ich hier wirklich Ene Mene Moon? Maroder.
Aha. Ist der wirklich so marode? Wo ist der Marodeur? Der hat das hier zu verantworten, oder? Der Marodeur, ne, da steckt eine Notiz. Wenn ich den Pfeil rausziehe, fällt dann auch die Notiz runter. Das würde mich jetzt interessieren. Achtung. Nee, so weit geht dann die Physik-Engine doch nicht. Macht aber nichts. Trefft mich hier um Mitternacht. Wow, geht's noch ein bisschen mysteriöser. Bitte noch ein bisschen öser. Bin immer für öser zu haben. Das heißt, wie spät haben wir es? 8 Uhr, da muss ich ein bisschen warten. Das werde ich auch machen. Obwohl 8 Uhr ist genau die Zeit, die mir am liebsten ist zum Erkunden. Aber was wir machen. Ausprobieren muss ich das. Aber das wird wahrscheinlich vor einer Ewigkeit geschrieben worden sein. Ich glaube kaum, dass da jemand ankommt. Zu Mitternacht. Aber einen Versuch ist es wert. Noch was? Nope. Oh. Ja, es ist klar, der ist morgen geworden, aber jetzt müssen wir schon wieder warten. 12 Stunden, dann ist es 8 Uhr abends. Das reicht nicht. 9, 10, 11, 15 Stunden würde ich sagen, dann kommen wir kurz vor Mitternacht raus. Zu unserem Koma. Wir befinden uns jetzt im Wartekoma. Gleich ist es Mitternacht. Geisterstunde. Das weiße Fläschchen hat sich schon wieder gefüllt mit einer weißen Flüssigkeit. Genau wie mein Sack. Er füllt sich auch immer. Dauert aber nicht so lang. Ich bin ein echter Nord. Da füllen sich die Säcke minütlich. Das fand ich jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, die Vorstellung ist ja. So ein Nordsack. Wenn er nicht rankommt, muss man es direkt. Da muss man es abpumpen, abpumpen lassen. Sonst geht er über. Ja, das ist kindisch, ich weiß. Aber wenn ich hier schon Computerspiele spiele, dann darf man auch ein bisschen kindisch sein, oder? Ist ja auch ein Erwachsenenspiel, oder? Da muss man hier nicht den Pokémon in der Hose haben. Ja, da passiert nichts. Wir haben schon 8 nach. 8 nach Mitternacht. Und nichts ist passiert. Das ist wahrscheinlich genau jetzt vor 1000 Jahren. War die Notiz gedacht. Mensch, muss ich jetzt wieder 12 Stunden warten? Ich will nämlich nicht zum Mitternacht losziehen. Ich habe Angst im Dunkeln. Ich bin zwar ein Nord, aber muss es ja nicht übertreiben mit dem Heldenmut. Eher mit Helmut als Heldenmut, sage ich immer. Kann ich da eigentlich lang balancieren? Ja, schon, aber es ergibt keinen Sinn. Na gut, dann gehen wir auf die andere Seite des Hügels. Aber vorher noch warten. 7 Stunden? Ne, 6 reichen. Sonst ist der Tag wieder so schnell um. Wenn ich 7 warte, habe ich eine Stunde weniger. Tageslicht. Zeit vergeht einfach zu schnell. Eine Dwemer-Ruine, okay. Ja, das hätte mich interessiert, wer das war, der diese Notiz geschrieben hat. Vielleicht finden wir es nochmal heraus, irgendwann einmal. Und was ist jetzt eigentlich mit Miraklis, oder wie der heißt? Miraklis. Hauptmann Wählert, ja, das habe ich. Aber die Nachricht von Ralis
Ich habe immerhin 1000 Goldstücke investiert. In ihn investiert. Ein Plünderer? Oh Gott, schon wieder einer. Wieso nur? Könnt ihr nicht normal friedlich mit den Leuten reden? Was, dreckiger Mumba? Oh, gibt ja gleich einen Mumba auf den Dumba. Mehr als oh, oh, kannst du nicht sagen, oder was? Jetzt ist der Seelenstein wieder alle. Scheiße. Ups, das wollte ich nicht. Jetzt mache ich gerade einen Haufen Scheiße da. Alles geht schief. Mein Molag-Ball steht auch schief. Klein. Klein. So, aufgeladen haben wir. Was ist der andere? Er hat schon seinen Seufzer von sich gegeben. No. Noch nicht ganz. Vor dem Durchsuchen steht der Hirnschuss. Was haben sie denn da? Eine Lehrlingstruhe? Da wird nicht viel drin sein. Wahrscheinlich Lehrlingsgold und kleine Heilung, ja. Mensch, da kann ich mir ja nicht mal mit so einem kleinen Heilungstrank kann ich mir nicht mal den Hodenhochstand kurieren lassen. Nicht mal dafür reicht's. Überall Diamanten, das ist ja Wahnsinn. Hoho, jetzt habe ich so viel Diamanten, dass ich gar nicht mehr laufen kann. Das ist auch noch selten passiert. Ich hätte vielleicht diesen Dunkelhammer mitnehmen sollen. Ich möchte tauschen. Vorankommen? Sicher. Ja, da kommen wir wirklich viel schneller voran. Aber Diamanten kriegst du trotzdem nicht. Brauchst dir gar keine Hoffnungen machen. Ich gebe dir nur Plunder-Zeugs. Einen einzigen Ebenerzpfeil, das ist ja armselig. Du kriegst den orkischen Pfeil. Ich weiß, das bringt nichts, aber ich will ihn loswerden. Das Antlitz vom Sund. Nee, das kriegst du auch nicht. Ich brauch's zwar auch nicht, aber du kriegst es auch nicht. Bin ich streng. Bin ich ein wenig gierig. Was soll ich ihm geben? Diese ganzen, ja, die hätte ich vielleicht woanders lagern sollen. Weil die nützen mir jetzt eh nichts. Ich muss warten, bis ich die Handschuhe auch habe. Nee, nicht die Handschuhe, die Schuhe. Was gebe ich ihm nur? Ich bin ja nicht wirklich sehr überinkumbriert. Das kann ich ihm nicht geben, weil das muss ich verschenken. Du kriegst... Ich gebe ihm ein paar Zaubertränke, ha? Irgendwas mit Magica. Das? Hoffentlich säuft das nicht, wie der blöd ist. Das ist nicht zum Trinken, das ist auf die Waffe schmieren, du Depp. Hoffe, dir ist das bewusst. Ewige Magica kriegst du auch nicht. Irgendwas mit klein... Irgendwas Kleines. Das da. So. Jetzt sind wir wieder. Geht ihr voran? Flott. Wohlan, ich gehe voran. Habe ich die schon durchsucht? Nee. Habe ich nicht. Kann man diese Spitzhacken eigentlich aufrüsten? So eine richtig mächtige Spitzhacke draus machen oder eine exquisite. Geht das? Hab's noch nie probiert. Wäre aber interessant. Ah, das sieht cool aus. Ich werde gleich wieder voll sein. Die Nierenwürze mitnehmen. Oh, hier ruckelt's ein wenig. Bitte warten, Ladedaten.
Aschenrachen? Brachen. Was ist denn ein Brachen? Das ist wohl ein Druckfehler, sollte Drachen heißen. Oh. Ah, du bist das. Was? Jetzt erst fällt er in sich zusammen. Nicht schlecht. Nettes Stehvermögen muss ich ihm bescheinigen. Was für ein Stehvermögen der hat. Könnte man ja neidisch werden. Schau, da ist auch was. Aha. Das ist geheim. Oder? Komme ich denn da rein? Das ist ja... Ja, da geht's raus, nicht rein. Brauche ich ja Gefahrenzulage. Den ganzen Geröll hier. Barney Geröllheimer. Ich weiß vor lauter schwarzen Sachen nicht, was ich hier entdecken soll. Den Riesendildo vielleicht. Da ist ein Eingang. Wow, Aschenbrachen. Soll ich rein oder nicht? Ja, klar.